Hallo zusammen, ich hoffe, ihr habt mein letztes Video gesehen, wo ich ein bisschen rumexperimentiert habe mit Silikon, wo ich reingetaucht habe. Wenn ja, ist gut. Ansonsten habe ich es euch, ich muss immer überlegen, links oder rechts, habe ich es euch auf jeden Fall oben verlinkt, weil die Kamera ja spiegelverkehrt dasteht. Okay, jetzt mein zweiter Versuch und zwar mit diesem Alex Cell Creator. Habe ich ja ein bisschen schon angekündigt. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, den Cell Creator und den Bubble Booster. Wer nicht, unten in meiner Beschreibung habe ich es drin. Okay. Wie gesagt, auch wieder erst Farbe drauf und dann tropfen wir das oder den Cell Creator und den Bubble Booster mit rein. Dann hoffe ich, ihr seid dabei. Wir fangen an, bis gleich. So, Dille, Experiment Nummer 2, also das mit diesem Silikon 100 hat ja super funktioniert. Der Keilrahmen ist auch wieder 30 auf 24 cm. Jetzt nehme ich erstmal von diesem Cell Creator. Ich mische mir das einfach mal und zwar 1 zu 1 sage ich jetzt einfach mal, also halb halb und also Bubble Booster kommt jetzt auch noch dazu, Cell Creator und Bubble Booster. Ich sage immer circa, ich bin keiner, der nach Gramm abwiegt oder sonst was. Ich mache mir einfach hier ein bisschen mehr rein, weil ich das ja nachher mit der Pipette wieder rein tauche. So. Ich habe hier so diese kleinen Pipetten. Ich mische das einfach mal. Und möchte auch wieder einen Swipe machen. Ehrlich gesagt, ich habe mit diesem Cell Creator und diesem Bubble Booster noch keinen Swipe gemacht. Fällt mir nämlich gerade so auf und dadurch möchte ich das machen. So, bevor es umkippt. Also wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, ich habe schwarz, türkis, rot-violett und dieses Naplas Yellow-Red. Farben wieder mit Wodka gemischt. Da bin ich auch gespannt, ob das da noch funktioniert oder ob es reagiert. Also dieses Cell Creator. Ich hoffe jetzt eigentlich auch, dass mir die Farbe ausreicht. Das sind jetzt sozusagen Restfarben. Ich habe es im vorigen Video erklärt, schaut es einfach an. Weil da ging es auch um die Farben, damit man die wieder verwenden kann. So. Ja, mit den Farben könnte es ein bisschen eng werden, aber es soll ja wieder ein Experiment sein. Und dann kommt es eigentlich gar nicht so aufs Bild drauf an, sondern dass wir oder ihr auch was lernt. So wie ich auch. Ich lerne bei jedem Versuch dazu. Jetzt haben wir hier noch schön die Kanten zumachen. Und noch ein bisschen schwarz. Okay, egal, passt. Ja, komm, wir verwenden schon alle Farben. Damit die weg sind. Falls ihr wieder schreibt, dass ich die Farben aufheben soll, ich mache lieber Bilder draus. Ja gut, das könnte wirklich knapp werden mit der Farbe. Aber geht ja um den Test, um das Experiment. So. Jetzt nehme ich diese Mischung aus Cell Creator und Bubble Booster und tropfe das eigentlich
auch wieder in die Farbe rein. Beziehungsweise drücke es eigentlich richtig rein, damit es unten runter geht und nach unten geht. Nicht gar nicht so viel. So. Und jetzt swipen wir ziemlich mal die große Spachtel dieses Mal. Und schauen wir mal, was da passiert. Okay, ja, wenig Farbe, sehr wenig Farbe. Schau ich mal. Okay. Farbe sieht wirklich nicht so rosig aus. Ich schau mal, ob ich es noch ein bisschen laufen lassen kann. Okay, ich lasse es einfach mal so. Das war wirklich zu wenig Farbe, schade, weil ich glaube, da kommt trotzdem was Schönes raus. Es reagiert ja schon hier, wenn ihr es sehen könnt. Ich werde es jetzt kurz mal erhitzen, erstmal ganz leicht, wie es reagiert. Gut. Ja, das sieht man richtig schön, dieser, weiß nicht unbedingt dieser Cell Creator, sondern auch dieser Bubble Booster, wo die Zellen ja noch ein bisschen verkleinert oder viele kleine Zellen rausbringt. Gibt aber auch schöne Effekte. Wie gesagt, betrachte diesen Rest einfach mal nicht. Es geht wirklich hier rein um diesen Effekt dieses Mal. Aber scheint genauso gut zu funktionieren. Dann werde ich das nämlich noch einmal, ich weiß nicht, ob ich es gleich bringe als nächstes Video oder irgendwann mal die nächste. Also mir haben manche ja auch schon mal geschrieben, ja, ich hätte keinen Faden drin oder sonst was. Also ich habe da nie einen Faden drin. Ich mache eigentlich das, auf was ich auch Lust habe. Und Farben selber kam auch schon öfters. Farbtöne sind eigentlich Geschmackssache. Da kann jeder selber seine Farben auswählen. Gut. Ich lasse es dann mal kurz auch vor 10 Minuten wieder einwirken. Bin gleich zurück und zeige es euch dann mal von nahem. Aber es sieht gut aus. Und verspricht, dass man da auch nochmal ein Video machen kann. Also mit dem kompletten Bild. Also bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Die 10 Minuten sind rum. Also die, wo jetzt erst eingeschaltet haben, es geht nicht um das Bild, sondern um diesen Effekt. Okay, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Jetzt seht ihr nämlich hier, und zwar erst einmal, dass es funktioniert und diese ganzen kleinen Zellen, das ist ja dieser Bubble Booster. Also wer auf kleine Zellen steht, könnte das auch gerne so mal ausprobieren. Hier dringt natürlich dann auch dieser Cell Creator durch und da diese ganzen kleinen. Na? Cool. So, dann hier, ja, hier haben wir mehr oder weniger größere Zellen. Also ich finde, es funktioniert auch mit diesem und wie gesagt, ich werde da nochmal ein Bild machen.
hier cooler Effekt. Und zwar natürlich mit mehr Farbe. Gut. Schöne kleine Zellen. Cool. Also funktioniert auch. Ich kann es immer wiederholen. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, sollte sich das anschauen. Ich habe es am Anfang verlinkt. Und das müsst ihr euch anschauen, weil da wisst ihr, worum es überhaupt geht. Um die Farben im Prinzip, dass man die nicht mit Silikon aufheben muss, sondern dann auch ohne Silikon das nächste Mal verwenden kann. Gut, und das war der Test mit dem Cell Creator und dem Bubble Booster. Funktioniert. Dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ich habe was gelernt. Einfach mal selber ausprobieren. Und ich würde sagen, Experiment gelungen. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.